herzlich willkommen in der Ausstellung Caravaggio, das Menschliche und das Göttliche. Es handelt sich hier um eine Ausstellung der Gemäldegalerie und es gibt also eine besondere Leihgabe aus den Kapitolinischen Museen in Rom, eine Darstellung des heiligen Johannes von Caravaggio. Und rundherum sind also angeordnet wunderbare Gemälde, die zeigen, wie groß der Eindruck von Caravaggio auf seine Zeitgenossen und auf die nachfolgenden Generationen war. Ich möchte aber heute weniger über die Malerei sprechen, denn die spricht für sich selber. Ich möchte Ihnen eine ganz besondere Leihgabe zeigen, die wir in dieser Ausstellung präsentieren können und auf die wir besonders stolz sind. Sie hat einen vielleicht von all den Werken, die hier ausgestellt sind, den mühsamsten Weg hinter sich. Es war ein sehr schwieriger Transport, obwohl er eigentlich nur ein paar Meter weit war. Das Stück kam nämlich aus der katholischen Hofkirche hier in Dresden. Ja, und da sind wir schon in der katholischen Hofkirche und sehen diesen ganz besonderen Kran, ein spezielles Gerät, mit dem man den heiligen Johannes von seinem Sockel herunterheben musste und über den Taufstein drüber. Wir sind hier im linken Seitenschiff der Kirche und dort stand diese Figur seit mindestens 250 Jahren. Und jetzt wird sie hier von den Kollegen aus der Restaurierung hinausgekarrt und kommt auf eine eigene Tribüne, muss mit einem Hubwagen heruntergehoben werden, denn diese Skulptur ist wahnsinnig schwer, viele hundert Kilo schwer. Und hier wird noch eifrig diskutiert beim Verladen, das war also wirklich eine sehr, sehr aufwendige Aktion. Jetzt kommt er herein in die Sempergalerie und wird zu seinem neuen Platz in der Ausstellung gezogen. Aber damit waren die Schwierigkeiten noch nicht überwunden, denn es galt noch, ihn über ein paar Treppen hochzubringen. Und dafür wurde eine ganz besondere Dresdner Institution engagiert, die es schon seit über 300 Jahren gibt, die Chaisenträger. Also seit die Figur in der Kirche steht, so lang gibt es diese starken Herren, die mit ihren Lederriemen kommen und besonders schwere Gegenstände von einem Platz auf den anderen bringen. Und da ist er. Fertig für die Aufstellung in der Ausstellung Caravaggio, das Menschliche und das Göttliche. Sie haben gesehen, das war eine ganze Mühsal und sehr schwierig, diese Skulptur aus der Kirche hier in den Semperbau zu bringen. Aber ich denke, die Mühe hat sich ausgezahlt. Was Sie hier sehen, ist eine ganz besondere Skulptur, die eine ganz besondere Geschichte erzählt, die ein bisschen die Atmosphäre von Rom auch in diesem frühen 17. Jahrhundert wiedergibt, wo es ein so reges Miteinander von Auftraggeber und Künstler gegeben hat, die diese wunderbaren Kunstwerke, die Sie hier sehen werden, produziert hat. Der Künstler von dieser Skulptur heißt Francesco Mocchi. Das ist jetzt ein Name, der nicht so bekannt ist, leider muss man sagen, aber er war wirklich der Wegbereiter des etwa 16 Jahre jüngeren Gian Lorenzo Bernini, des großen Genies der Barockskulptur. Und das Pech von Mocchi war, dass seine ersten Aufträge ihn aus Rom weggeführt haben. Er hat zuerst in Orvieto und dann jahrelang in Piacenza gearbeitet und dort großartige Werke hinterlassen,
Aber er war eben nicht in Rom. Und während seiner Abwesenheit hat Bernini sozusagen diese Zeit sehr gut genützt und wurde zum absolut Regierenden, zum Fürsten der Skulptur, kann man sagen, der alle großen Aufträge bekommen hat. Und so ist er so Mocchi immer ein bisschen in seinem Schatten gestanden, aber er wurde zu seiner Zeit sehr geschätzt und so auch vom Papst, von Urban VIII. Aus der Familie Barberini, für den also Bernini hauptsächlich gearbeitet hat. Aber als Mocchi wieder in Rom war, 1629 war das, wollte er auch den Mocchi einsetzen, der ein großartiges Talent hatte. Und wie berühmt er war zu seiner Zeit, kann man daran sehen, dass im Petersdom, in der Mitte der Kirche, wo also der Baldacchino steht und die große Kuppel sich darüber wölbt, die vier gigantischen Pilaster, die die Kuppel tragen, haben also Statuenschmuck. Und der wurde ausgeführt von Bernini, von Duquesnoy und von Francesco Mocchi. Und Mocchi schuf für den Petersdom eine fast 5 Meter große Skulptur der heiligen Veronika, die also wirklich ein großartiges Beispiel von seiner sehr dramatischen, dynamischen Kunst ist. Und von diesem Künstler haben wir ein Werk hier in Dresden, und das ist eben der heilige Johannes. Und die Geschichte von dieser Figur ist auch sehr abenteuerlich. Denn als Mocchi zurückkehrt 1629 nach Rom, gibt ihm der Papst den Auftrag, für die Familienkapelle der Barberini in Sant'Andrea della Valle, Kirche kennen Sie vielleicht aus der Oper Tosca, und diese sehr berühmte und wichtige Kirche in Rom hat also die Familienkapelle beherbergt. Und die musste zu diesem Zeitpunkt besonders prächtig ausgestattet werden, weil wenn der Papst sozusagen aus dieser Familie kommt, dann ist das natürlich ein Anlass, diese Kapelle besonders prächtig auszustatten. Und da gab es aber schon Statuen von früher, und zwar vom Vater von Gian Lorenzo Bernini, von Pietro Bernini. Der hat für diese Kapelle bereits einen heiligen Johannes geschaffen. Der war aber nun dem Papst nicht mehr dramatisch genug offenbar, und als Mocchi zurückkommt nach Rom, sagt er, mach mir bitte einen neuen. Na, Sie können sich vorstellen, dass das dem Sohn von Pietro Bernini, Gian Lorenzo Bernini, überhaupt nicht gefallen hat, und er hat seinen ganzen Einfluss geltend gemacht, damit es nicht zum Austausch der Skulpturen kommen konnte. Die Figur von Pietro Bernini steht heute noch in Sant'Andrea della Valle, und der arme Francesco Mocchi ist auf seiner Skulptur sozusagen sitzen geblieben. Die war dann in seiner Werkstatt und wurde von seiner Witwe dann verkauft und kam dann in den Besitz der Familie Chigi, eine andere von diesen berühmten römischen Patrizierfamilien. Und dieser eine Mitglied dieser Familie Chigi war nun ein berühmter Antikensammler. Und diese berühmte Antikensammlung wurde dann 1728 von August dem Starken für Dresden angekauft. Und da war diese Figur sozusagen mit dabei. Und so kam dieses wirklich großartige Beispiel römischer Barockskultur nach Dresden. Eine sehr interessante Geschichte, hat schon die Zeitgenossen wirklich fasziniert, dass sogar dann der Mythos gesponnen wurde, dass der Auftrag für die heilige Veronika sozusagen das Trostpflasterchen war für den Francesco Mocchi, weil diese Skulptur nie aufgestellt wurde. Was Sie sehr schön dran sehen können, ist, dass sie wirklich haargenau für ihren Standplatz in der Kapelle gedacht war. Also Mocchi hat das genau berechnet. Sie sollte in der linken Seitenwand stehen, in einer sehr flachen Nische. Und was so interessant ist, das kann man wirklich erst hier im Museum sehen. In der Kirche selber ist die Figur viel zu weit oben und man kommt nicht nah genug ran, dass sie wirklich hinten ganz flach abgeschnitten ist. Er hat also keinen Meißelschlag sozusagen verschwendet für etwas, was man dann in der endgültigen Fassung nicht mehr sehen könnte. Und hat wirklich genau die Ausrichtung der Figur so gemacht, dass wenn man in die Kapelle reinkommt, dass der Johannes einen direkt anschaut. Wir haben also hier auch einen heiligen Johannes, wie bei Caravaggio, aber der Unterschied könnte nicht größer sein. Das ist jetzt ein Johannes der Täufer, den man sofort erkennt, mit dem Lamm, mit dem Bambusstab in Form eines Kreuzes, nur in ein Lammfell gehüllt. Es ist nicht dieser nette, sanfte Täufer, den man vielleicht aus der Frührenaissance kennt, wo es sehr viele Darstellungen von der Taufe Christi gibt, sondern das hier ist der apokalyptische Bußprediger. So wie Johannes angefangen hat in der Wüste, wo er also gepredigt hat und die Menschen davor gewarnt hat, dass das Endgericht Gottes nahe ist. Dieser
der Täufer steht hier vor uns und deswegen hat er auch so einen leicht geöffneten Mund, der ist eben gerade bei seiner leidenschaftlichen Predigt und auch die Geste seiner Hand erklärt sich daraus. Er zählt sozusagen die einzelnen Argumente seiner Predigt. Und diese Geste ist nun ein direktes Zitat aus einem Altarbild von Caravaggio. Das Gemälde hängt in der Kirche San Luigi dei Francesi in Rom und zeigt den heiligen Matthäus bei der Niederschrift des Evangeliums. Dabei erscheint ihm nun ein Engel, der an seinen Fingern die einzelnen Punkte abzählt, die Matthäus aufschreiben soll. Erstens darfst du das nicht, zweitens jenes passieren. Also ganz typisch für die Italiener, die ja ein bisschen so wie ich mit Händen und mit Füßen reden. Das macht aber, glaube ich, auch diesen besonderen Eindruck von der Figur aus, die also eine wirklich starke Präsenz hat. Und ich kann verstehen ein bisschen, warum der Papst diese Skulptur eigentlich lieber in der Kapelle gesehen hätte. Wie die Kapelle heute aussieht, kann man nur in Rom selber sehen. Aber den Johannes, den können Sie hier in der Ausstellung sehen. Ich hoffe, Sie kommen.